Wenn sie entdeckt wurden, töten sie einige ihrer Verfolger, um leichter zu entkommen. Das war ein guter Ratschlag. Also ein Langschwert, ein Kurzschwert, okay. Ich werde wahrscheinlich das Kurzschwert jetzt häufiger benutzen. Wenn es praktisch ist, wenn es darum geht, größere Gegnermengen abzuwehren, dann ist das, glaube ich, ganz hilfreich für mich, schätze ich mal. Würde ich mal so behaupten. Okay. Ah, das sind diese schwarze Kleider. Das sind, glaube ich, die. Ja, wie hieß sie nochmal? Kommt zur Ruhe, bevor ihr euch noch. Hieß sie auch Johannita? Kann das sein? Hieß die nicht so? Ich meine schon. So. Ah, sieht ein bisschen aus wie eine Festung. Aber ihr seht schon, hier sind definitiv die Kreuzritter einquartiert. So, erstmal ein Bürgerrennen. Schrei, wie du willst. Es wird nichts ändern. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Hilfe! Wie hast du uns eben bezahlt? Was ist euer Beginn? Heide, tut mir weh! Ist... Haltet euch fern von mir! Hä? So. Was ist denn das? Da muss man natürlich noch von diesen Nesten stochen, aber sie hat... Okay, Gott, hab ich noch nicht drauf. Wird's noch nie ändern. Scheint doch. Aber die Kreuzritter, die kämpfen einfach besser als die Sarazen. Ah, er hat ins Gesicht gestochen, mein Gott. So. Alles klar. Danke. War das der letzte? Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Habe ich gerne gemacht. Düstere Tage. Ah, okay. Hey Jungs, alles fit im... Ne? Wer hat gesehen, was hier passiert ist? Ich nicht, ich kam gerade erst an. Ach, jetzt erstmal dahin marschieren mit den Jungs. Dauert so einen kleinen Moment. Gut, wenn wir jetzt rein joggen würden, das wäre wahrscheinlich ein bisschen auffällig. Verdammt, wo bist du nur? Ich weiß, dass du hier bist. Ah, ihr seht, hier sind sehr, sehr viele Soldaten. Das ist ein bisschen anders als in Damaskus. Da waren ja auch schon ein paar Stadtwachen und so, aber hier sind deutlich mehr Soldaten. Also müssen wir ein bisschen mehr aufpassen auf das, was wir tun. Weil, wie gesagt, die Kämpfe an sich sind nicht sehr anspruchsvoll, wenn man das mit dem Kontern so einigermaßen beherrschen würde irgendwann. Aber wenn trotzdem große Gegnermengen kommen, man kann trotzdem sehr schnell sterben. Ihr habt es ja gesehen, bei dem Kampf gegen den einen Templer in der anderen Stadt. Dann nach drei Stichen war ich tot, also. So, cool, Aussichtspunkt. Zeigt den Standort des Büros und weitere wichtige Informationen. Das ist schon mal sehr viel wert. Machen wir. Hau ab, Bauer. Bin fort, Bettler. Bin kein Bauer, ich bin Assassin. Das ist, glaube ich, beides gleichermaßen schlimm. So, also für die Soldaten. Dorn im Auge. Ups. Ich muss mal kurz an der Wand festhalten. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Ja, spring doch einfach. Danke, danke, danke. Der mal jetzt, dass jetzt auch die Dächer befestigt sind, oder? Ja, definitiv. Alles klar. Ihr dürft nicht hier sein. Na, tut mir leid. Geht, bevor wir Gewalt anwenden müssen. Das wird eigentlich die... Vorsicht jetzt. Heide, dafür wirst du gefallen. Dafür wirst du sterben. Habe ich die verborgene Kirche hier? Nicht mein sein. Der muss bald ist hier was ist das hier? Das müsste es eigentlich sein. Ich muss es genau. Das war's. Ja, ihr seht, da sind Bogenschützen überall auf den Dächern jetzt. Das Arkon ist ein anderes Pflaster als... Sag mal, ihr Blöden. Okay, Langschwert mit dem Lieber. Na Leute, ich muss mich angreifen, sonst wird das nichts hier. Ich brauche mich unbedingt angreifen, aber es wäre besser für sie. So, okay. Alles klar. Eigentlich soll man nicht so viel kämpfen, so wie ich es tue als Assassine, aber... Weil man... Dadurch ja so eine gewisse Aufmerksamkeit auch erregt, aber okay, ich bin halt, ja, ein bisschen tollpatschig, ne? Synchronisieren! Machen wir. Natürlich gefällt mir auch die Optik von Arkon sehr, also
ist es eher so christlicher bezogen, sag ich mal. Aber, weiß nicht, ich finde die Städte alle toll. Ich finde einfach diese Atmosphäre für das Spiel einfach so genial. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass nur dieser Teil sich damit befasst. Das ist echt schade, wirklich. Ich brauche Essen. Ich habe Hunger. Nur ein paar Münzen. Ich flehe euch an. Nein, bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Ja, das ist nämlich das Problem. Wenn diese Bettler kommen, brauche doch Geld, Herr. Kannst du nichts machen. Du musst auf die Bank setzen. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Ihr habt doch kein Geld. Ich brauche Essen. Ich habe Hunger. Ich kann gar kein Geld werfen. Ich habe gar keinen Zapfen, glaube ich. Stimmt. Macht Sinn. So, hinsetzen. Da. Zuhören. Habt ihr von Alain gehört? Der Schütze, der den Ostflügel bewacht? Der Bruder dieses armen Tropfes hat einen Pfeil in die Kehle bekommen. Wird kaum die Nacht überleben. Ärgerlich. Wie kann er weiter Wache schieben, wenn sein Bruder sterben wird? Er besucht ihn oft und ich übernehme seine Wache, wenn ich kann. Im Moment aber nicht. Nein. Ich muss mich auch um meine eigenen Angelegenheiten kümmern. Dann sollte er beten, dass der Doktor nicht von seiner Abwesenheit erfährt. Wird er nicht. Solange du schweigst. Keine Angst. Euer Geheimnis ist sicher bei mir. Er kommt einfach nicht durch, der Typ. So, einige der Wachen vom Dach der Festung sind nicht auf ihren Posten. Interessanter Scheiß. So. Also ich gehe erst im Assassinenbüro. Diesmal werde ich die ganzen Sachen wirklich gewissenhaft hier gemacht haben, die ganzen optionalen Sachen. Oh, lass mich doch einfach in Ruhe. Was ist denn hier bitte los? Was ist... Mein Gott! Oh, fällt ihm ein Stück vom Bein? Ja, okay. Was ist mit dir? War das der letzte? Ja. Ich hoffe es. Doch riskiere okay. Ich besser nichts und eile heim. Und ich wette, dass ich es für eine Weile nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Oh, das werde ich euch nie vergessen. Kein Problem, also immer wieder gern. Na gut, die brauche ich erstmal nicht, die Typen. So, ich schaue jetzt erstmal nach den Aussichtspunkten. Ja, ihr seht, das ist in drei Teile untergliedert. Bürgerviertel, Nobelviertel und natürlich das Armenviertel, wo wir uns drin befinden. Gut, wir synchronisieren erstmal die Aussichtspunkte. Damit wir nicht wieder die Hälfte irgendwie übersehen oder vergessen. Also die Gelehrten sind jetzt einfach dafür da, wieder um aus der Stadt rauszukommen, unentdeckt. Nicht auf. Ohne unsere Hilfe können Richard und seine Mannen das heilige Land nicht befreien. Ja, das kann durchaus sein. Aber mir ist egal, ich will da nicht irgendwie mit hineingezogen werden, irgendwelche Glaubenskriege. Ich möchte eigentlich nur mein Assassinen-Dasein weiterhin. Ihr dürft nicht hier sein. Geht. Warum nicht? Wo ist er denn? Ach, da! Kann ich ein Attentat auf den ausführen? Geht das? Okay, mach ich's einfach so. Das hat lange gedauert. So, alles klar. Ja, man kann es schon mal vertun zwischen einem Schwert und einer verborgenen Klinge. Da also, ja, so ein langes Schwert, so ein Breitschwert, was man so am Unterarm befestigt hat. Warum nicht, ne? Geht doch auch. So, okay. Da haben wir schon den Strohkarren gesehen. Hallo? So. Hüpp! Er wird sich noch verletzen. So. Gut, es hat uns nichts gebracht. Wir gehen mal hinten hin. Und wenn das passiert, werde ich nicht helfen. Warum nicht? Du kannst ruhig mal helfen, Mensch. Das hat sich das kommt mir gerade so ein Einfall. Und zwar hat eine Freundin von mir, die ist auch YouTuberin. I am Nikki nennt sich ihr Kanal. Die hat gestern ein Video gepostet. Da hat sie 10 waren es, glaube ich, Gesetze vorgestellt aus verschiedenen Ländern, die total schwachsinnig sind. Und da war ein Gesetz dabei, dass es in China nicht erlaubt ist. Naja, lass mich doch mal in Ruhe, Mensch. Wenn ich das wegschubse, dann werden die Wachen aufmerksam. Ist auch doof. Dass es in China nicht erlaubt ist, einen Menschen, der dabei ist, zu ertrinken, zu retten. Weil man dadurch in sein Schicksal eingreift. Das darf man einfach nicht. Ja. Fand ich sehr amüsant, doch. Also. Oder in einem anderen... In einem US-Staat, ich weiß nicht, wo es war,
ich glaube in der Stadt Kirkland, da ist es Bienen nicht erlaubt, durch Straßen zu fliegen. Ja, dann habe ich erstmal kommentiert und dann gefragt, okay, aber was für Strafen erwarten die Bienen denn dann? Ob es eher so eine Haftstrafe ist, eine mehrjährige, oder einfach nur gemeinnützige Arbeit, sowas wie, keine Ahnung, Blüten bestäuben oder so, weiß ich nicht. Da fand ich sehr interessant. Könnt ihr gerne mal reinschauen. I am Nikki nennt sich die gute Dame. Und war ein sehr, ja, sehr lustiges Video eigentlich. Fand ich ganz coole Idee. Da gibt es echt beknackte, was ist mit dir? Gesetze. Ah, da ist was. Ich hol mir das erstmal, bevor ich zu dir gehe. Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich glaube, ich weiß es. Wenn ihr es auch wisst, dann... Ah, ich hol mir das mal. Ich will es. Ich will meinen Banner. Oder meine Flagge, was auch immer. Das ist das. Ah. Ah, oh, noch mal mehr Flaggen. Ja, warum nicht? Ja. Hospitaliter-Flaggen. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. So, alles klar. Oh, ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es. Es wird ein Fest. Hier könnt ihr mich das erste Mal ragen sehen, vielleicht. Altair. Er ist mir auf den Fersen. Er sah mich. Er wird mich töten. Und meine Frau und Kinder. So ein Dilemma. Seid ihr hier, um mein Leid zu beenden? Nein, Al-Mualim ist barmherziger, als ich dachte. Könntet ihr mir dann helfen? Ein Ritter der Hospitaliter verfolgt mich. Wenn ihr ihn eliminieren könntet. Hospitaliter, ich bin hier, okay. In Akkon, seit die Kreuzritter die Belagerung begangen. Ich kann euch wertvolle Informationen geben. Das ist nett. Eliminieren Sie heimlich alle Ziele und melden sich wieder beim Informanten, um entdeckt zu werden. Ja, also ich habe das gerade vertauscht. Hier gibt es andere Nebenquests. Was gibt es? Nix. Gib mir doch ein bisschen Geld. Ich habe kein Geld, Mensch, akzeptier es doch. So, was ist hier?